Bevor es auf jeden Fall anfängt, ganz kurz, falls ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Sind tatsächlich nur 2 Klicks, ein heftiger Support für mich und ihr verpasst dann auf jeden Fall keine einzige Folge mehr. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge, bleibt gesund. Und jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Fanmania. Erster Akt, die große Sabotage. Darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Es wird nun Zeit für die große Enthüllung, Freunde. Ja, ja, quatsch nicht so viel. Leg los. Uns bleibt aber auch nichts erspart. Wer hat das gerade gesagt? Trace. Du solltest sie ignorieren. Ja, du hast völlig recht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin ein Vampirita-Fan seit der ersten Stunde. Durch Vampirita habe ich jede Menge neue Freunde gefunden, inklusive meiner besten Freundin Terry. Wir befinden uns kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Vampirita-Buches. Der 23. Teil wird in knapp 2 Wochen erhältlich sein. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses Buch ein absoluter Renner wird. Und als ob das nicht schon aufregend genug wäre, ist der Verlag von Vampirita so nett den zahlreichen Fans anzubieten, dass sie in der nächsten Ausgabe eine Rolle spielen. Damit wird für uns alle ein großer Traum wahr werden. Ja, ein Albtraum, oder? Und genau aus diesem Grund haben wir über 6 Monate die aufwendige Kunst der Glasbläserei studiert. Nur um euch diese tolle Vampirita-Statue aus feinem Glas präsentieren zu können. Bist du soweit? Aber natürlich! Heißgeliebte Fans, hier kommt sie nun endlich! Unsere Vampirita als Vampir-Astronautin! Das Kunstwerk nennt sich Die Vampirita, ein Astronaut auf Reisen. Ja! Nein, nicht doch! Oh, weia, und das soll ein Vampir sein? X-Middle School Security Team, sofort stehen bleiben! Na, warte. Könnt ihr kommen? Meinetwegen kannst du es behalten. Wirklich? Aber ich will dir ja nichts wegnehmen. Ist schon gut. Mein Cousin arbeitet bei dem Verlag. Ich habe genug davon. Wann hast du die Statue zuletzt gesehen? Gestern Nachmittag. Irgendjemand muss sie eingeschmolzen haben, um sie dann neu zu gießen. Und du bist dir sicher, dass es das Mädchen mit den pinken Haaren war, ja? Hundertprozentig. Nur sie ist dazu fähig, sowas Schlimmes zu tun. Leider bin ich kein Experte, was Fantasy und Horror angeht. Man muss wirklich kein Experte sein, um zu erkennen, dass das Citizen Fang der Werwolf-Senator ist. Na gut. Na gut? Tracy ist die Vizepräsidentin des leidigen Citizen Fang Fanclubs. Die Fans von denen sind gemeingefährlich, doof, dämlich, komplett hohl. Ein Werwolf-Senator, das ist doch wirklich total beschränkt. Die Medien würden ihnen 0, nichts enttarnen. Und außerdem tagt der Kongress auch in Vollmondnächten, klar? Sie ist genau in dem Moment abgehauen, als wir die Statue enthüllt haben. Wenn das kein Beweis dafür ist, dass sie schuldig ist, fällt mir dazu auch nichts mehr ein. Hey, Fillmore, sieh dir das mal an. Was hast du da? Ich schätze, es ist ein Haar. Wir sollten es lieber analysieren lassen. Auf jeden Fall. Ich werde mal sehen, ob ich Trace finden kann. Ja! Genau. Ossifer, ich lache mich immer noch über die Statue kaputt. Was willst du? Das heißt Officer. Was ist denn so lustig? Es gehört zu meiner Lieblingsbeschäftigung, Vampirita-Fans zu ärgern, und Vampire vertragen kein Tageslicht. Das ist ja wohl allgemein bekannt, und da erfinden die Dödel einen Vampir-Astronaut im All. Hallo? Und was ist bitte mit der Sonne? Ach. Du klingst genauso wie die Vampirita-Fans. Ihr habt vermutlich mehr gemeinsam, als du denkst. Sag sowas nie wieder. Die sind krank. Wo warst du, als das Verbrechen stattgefunden hat? Wir hatten eine Party in unserem Fanclub, eine Bungee-Jumping-Party.
Ich habe 15 Zeugen und ein Video als Andenken zum Schnäppchenjägerpreis von 1999. Also ein wasserdichtes Alibi. Nochmals vielen Dank fürs Mitmachen, Ossifer. Zum Abschied gibt's noch ein kleines Mitbringsel für zu Hause. Bis bald. Waren alle Mitglieder des Fanclubs bei der Party? Nein. Einer hat gefehlt. TQ hasst Bungee-Jumping. Er hat eine demolierte Bandscheibe. Gut, welche Aufgabe hat dieser TQ in eurem Fanclub? Er ist unser Präsident. TQ Schrader? Ich habe mit der Sabotage überhaupt nichts zu tun. Wow. Ich habe doch aber gar nichts von Sabotage gesagt, oder? Bitte erspar mir die albernen Spiele. Jeder weiß, was gestern passiert ist und alle glauben, dass ich es war. Du mit eingeschlossen. Aber gibt es irgendeinen Beweis dafür, dass ich der Täter bin? Es gibt noch gar keinen Täter. Bisher. Ich wollte dir eigentlich nur ein paar Fragen stellen. Ich war zu Hause und habe gelesen. Danach war ich eine Runde spazieren. Meine Eltern können das sogar bezeugen. Sonst noch eine Frage? Na prima, dann mach mal einen Abflug. Wie du ja weißt, wird Sushi verdammt schnell schlecht. Alles klar. Bitte halte dich die nächsten Tage bereit. Es kann sein, dass ich noch ein paar Fragen habe. Versprochen ist versprochen. Ich kenne dich nicht. Woher soll ich wissen, dass du dein Versprechen auch hältst? Weil ich bisher noch nie ein Versprechen gebrochen habe. Und wer kann das schon von sich behaupten? Ja, das ist dein Haar. Ein weißes. Lass mich raten, es stammt von einem Werwolf. Oh, sind wir heute witzig? Ich würde eher sagen, es stammt von einem Menschen. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Leider nicht. Wir müssen unbedingt mehr über diese Glasstatue herausfinden. Nein, geh nicht in die Höhle. Vampirita, das ist eine Falle. Oh, Feral. Was ist denn mit dir auf einmal los? Du liest doch nur Bücher, die von Dinosauriern oder U-Booten handeln. Oder meinetwegen auch von Dinosauriern in U-Booten. Terry hat mir die Bücher geschenkt. Ihr Cousin arbeitet beim Verlag, deswegen bekommt sie sie gratis. Fillmore! Ich habe hier eine Rechnung vom Fachbereich Kunst über 10 Plastikstühle, 8 Holzstaffeleien, Pinsel mit Hundehaaren und einen Speer. Früher waren die Pinsel aus meinem Haupthaar. Deine Witze waren auch schon mal besser. Ich bin kein Goldesel. Forze macht mir die Hölle heiß wegen des Budgets. Wenn du nochmal was kaputt machst, kann es glatt sein, dass ich dich suspendieren lasse. Ist das klar? Ja, sogar glasklar. Kristallisierter Sand. Oh ja, Glas wird aus wunderbarem, geschmolzenem, kristallisiertem Sand gefertigt. Habt ihr das gehört? Das ist der tiefe, brummende Bass von Pressglas. Geblasenes Glas ergibt einen viel helleren Ton. Es klingt wie das Rauschen von himmlischen Engelsflügeln. Dieses Glas ist definitiv in Form gegossen worden. Es war keine Glaspresse. An der Oberfläche erkennt man, dass eine Gussform für Metalle verwendet wurde oder möglicherweise Zinn. Lass uns mal in der Metall-AG nachgucken, ob wir da sowas finden. Wenn ihr wollt, könnt ihr gern die Abkürzung durch den Glasfigurenladen nehmen. Wenn ihr einmal um den Block lauft, dauert das doch viel länger. Danke sehr. Oh, einen kleinen Moment noch. Ich muss euch warnen. Die Figuren sind extrem hochempfindlich und außerdem sehr kostspielig. Ihr müsst also verdammt vorsichtig sein. Siehst du hier einen Ausgang? Nein. Ich habe noch nie zuvor so viele Einhörner gesehen. Vielleicht weiß er Bescheid. Entschuldige bitte. Weißt du zufällig, wie wir hier rauskommen? Los, hinterher! Wenn du nochmal was kaputt machst, kann es glatt sein, dass ich dich suspendieren lasse. Zweiter Akt. Die Scherben der Gerechtigkeit. So ein Mist. Schnell, fang sie! Das war klasse. Jahrelanges Training. Da lang! Sackgasse, Kumpel. English. Mach schon, Ingrid. Hilf mir. Das war aber auch nicht schlecht. Das Wichtigste ist uns leider durch die Finger geflutscht. Fillmore. Ich glaube, er hat was verloren. Spiro, dem Clown, ist heute überhaupt nicht zum Lachen. Er hat viele Probleme, die ihm seit Tagen schwer zu schaffen machen. Station der Trauer. Ein Selbsthilfebuch. Sogar aus unserer Bücherei. Hier, nimm du es erstmal. Ich werde in der Metall-AG nachsehen, ob ich irgendwo die Form für die Statue finde. Dieses Buch wurde vor 4 Monaten ausgeliehen und nicht zurückgegeben. Das ist sehr merkwürdig. Der Name der Person, die es sich zuletzt ausgeliehen hat, ist gelöscht worden. Somit kann ich leider nicht mehr feststellen, wer es war. Schade. Kennen Sie diese Person? Na klar, das ist Trace. Sie kommt regelmäßig in die Bücherei. Sie liest viel über Perücken und Haarteile. Tori. Sie liest nur Bücher aus der Vampirita-Reihe. Sie ist nahezu besessen davon, aber niedlich. Wo Tori ist, ist auch Terry.
Sie liebt scheußliche Kreaturen, die aus Gummi und Haaren bestehen. So eine Art Menschenfresserpuppen. Ich werde nie verstehen, was sie daran fasziniert. T.Q. Schrader, der hat an meinem tollen Seminar Bücherei für Anfänger teilgenommen. Glaub mir, das wird mal ein ganz hervorragender Bibliothekar. Schrader will Bibliothekar werden? Oh ja, er hat sich sogar eine Verbindung per Computer zu unserer Bücherei gebastelt. Dann könnte er sich von zu Hause aus in die Datenbank der Bücherei eingeloggt haben? Ja, das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Fillmore, hier ist Ingrid. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Sieht aus, als sei T.Q. ein Fan der Metall AG. Diese unglaubliche Form stammt von ihm höchstpersönlich. Ich schlag vor, dass wir uns mal ein bisschen mit ihm unterhalten. T.Q. Schrader, wir haben Grund zur Annahme, dass du die Vampirita-Statue sabotiert hast. Wir müssen dich vorerst mitnehmen. Würde es mir irgendwas nützen, wenn ich meine Unschuld beteuere? Fillmore, komm dringend zum Cricketplatz. Es hat schon wieder einen Sabotageakt gegen den Vampirita-Fanclub gegeben. Für diese Aktion ist definitiv jemand anders verantwortlich. Obwohl meine Zauberarme es selbstverständlich schaffen würden, von hier aus etwas auf dem Cricketplatz zu sabotieren. Warum immer ich? Egal, was ich anfasse, es geht kaputt. Nun komm schon, Tori, der Wettbewerb findet erst morgen statt. Bis dahin fällt uns noch was ein. Ach, wozu denn? Irgendjemand macht es ja doch wieder kaputt. Ich geb's einfach auf. Das machst du auf keinen Fall. Hat Vampirita etwa aufgegeben, als Solfram die Erde vergolden wollte, nur damit sie zu seiner Rüstung passt? Mach, was Vampirita auch machen würde. Ich flehe dich an. Los, kämpf bis zum bitteren Ende. Mach ein Schnäuzerchen. Vielen Dank, Danny. Was ist passiert? Das war Torys nächster Versuch, den Wettbewerb Wer ist der treueste Fan zu gewinnen. Jemand hat die Ankerleine durchgeschnitten. Das ist ungefähr 3 Minuten her. Wer ist auch wahr? Er muss in der Nähe sein. Da! Lustig. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, wer sich darunter versteckt. Trace. Dritter Akt. Ein Fan zu viel. Ich hab die Ankerleine nicht durchtrennt. Das schwöre ich. Und wozu braucht man sowas? Zum Haare schneiden? Na schön, ich wollte die Leine kappen, aber mir ist leider jemand zuvorgekommen. Tut mir leid. Das war in deiner Tasche. Was ist das? Das war in dem Buch drin, das mir TQ ausgeliehen hatte. Jetzt mal ehrlich, wie kann man sich so einen Müll durchlesen und es auch noch behalten? Oh. Was behalten, Trace? Das hier, das ist eine Seite aus so einem Vampirita-Buch. Der Typ ist ein Überläufer. Das darf doch alles nicht wahr sein. Verräter, Verräter, Verräter! Denkst du, dass sie lügt? Ich weiß es nicht. Sie war schon ziemlich aufgebracht darüber, dass sie die Leinen nicht gekappt hat. Ich befürchte, dass TQ damit drin hängt. Trace und TQ arbeiten Hand in Hand, um zu verhindern, dass Tori und Terry den Fanwettbewerb gewinnen. Wie kindisch. Das Buch aus der Bücherei, die komische weiße Perücke, jede Spur führt zu den beiden. Tut mir leid, aber die Perücke ist aus Kunsthaar. Haut leider nicht hin. Was machen wir jetzt? Tori und Terry werden sicher noch einen Versuch starten, den Wettbewerb zu gewinnen. Die Endausscheidung findet in einer knappen Stunde in der kleinen Bücherei des Horrors statt. Ich würde sagen, nichts wie hin. Mm-mm. Noch nicht. Officers, wollt ihr mich etwa schon wieder festnehmen? Wir wollen nur reden. Ein Schlückchen Räubusch? Wir sind im Dienst. Das ist nur Tee. Er hilft bei aufgestauten Aggressionen. Trinkt nur. Trace sagt, sie hätte das in einem deiner Bücher gefunden. Was zum Teufel machst du mit einer Seite aus einem Vampirita-Roman? Das ist nicht aus einem Roman. Es stammt aus einer Vorabveröffentlichung. Das ist ein Frühdruck eines unveröffentlichten Buches, das an Kritiker verschickt wird. Und warum in Rot? Was ist das für eine Frage? Damit man es nicht kopiert oder im Internet verkauft. Es ist schwer, daran zu kommen, aber für einen richtigen Fan ist so gut wie nichts unmöglich. Du bist ein richtiger Fan? Bist du jetzt völlig wahnsinnig? Ich verabscheue diese Vampirita. Hier, dieser neue Roman ist unter aller Kanone. Ja, selbst für Vampirita-Verhältnisse. Obwohl, ein kleines Kompliment muss man der Autorin machen.
Wenn man den Roman durch hat, ist man quasi blutleer. Wenn du eigentlich kein Fan bist, wie hast du das Buch gekriegt? Räubusch schmeckt teilweise ziemlich bitter. Ich habe auch Honig, falls ihr welchen möchtet. Weißt du, was ich denke? Du weißt ganz genau, wer es war. Willst du es mir sagen? Oder willst du, dass ich dich wegen Mittäterschaft verhafte? Sag schon, TQ. Außergewöhnliche Puppen, diese Menschenfresser. Die Augen, die Haut, das Haar. Verdammt realistisch. Wo Tori ist, ist auch Terry. Sie liebt scheußliche Kreaturen, die aus Gummi und Haaren bestehen. So eine Art Menschenfresserpuppen. Soweit ich das hier beurteilen kann, ist das echtes Haar. Terry hat mir die Bücher geschenkt. Ihr Cousin arbeitet beim Verlag und deswegen kriegt sie sie gratis. Na schön, ich wollte die Leine kappen, aber mir ist leider jemand zuvor gekommen. Tut mir leid. Wir müssen zur kleinen Bücherei des Horrors. Ich habe es verdient, den Wettbewerb zu gewinnen, weil ich tief in meinem Innersten auch ein Geschöpf der Finsternis bin. Wie lange muss ich diesen Quatsch noch ertragen? Das ist eine PR-Aktion, die auch in Ihrem Vertrag steht. Also bleiben Sie locker und immer lächeln. So, genug gelächelt. Auf einmal schwebt sie durch den Kosmos. Ein heller Fixstern am Firmament. Oh. Hilfe, mein Helm beschlägt. Ganz locker, Tori. Du siehst klasse aus. Danke. Ups, Terry braucht ihr Zeichen, damit sie den Nebel einschaltet. Nummer 42. Ich bin an der Reihe. Terry, wir müssen dich mitnehmen. Moment, was ist hier los? Es ist vorbei, Terry. Warte, Terry ist der Saboteur, aber warum sollte sie sowas tun? Damit zerstört sie doch die Chance, durch eine Rolle in ihrem Lieblingsroman unsterblich zu werden. Es ist gar nicht ihr Lieblingsroman. Nicht mehr. Terry hat durch ihren Cousin, der beim Verlag arbeitet, schon mal ein paar Auszüge aus dem neuen Vampirita-Roman lesen können. Und die waren grottenschlecht. Das allein war schon eine Riesenenttäuschung. Aber sie hatte noch ein viel größeres Problem. Es war so gut wie klar, dass Tori und sie den Wettbewerb für den tollsten Fan gewinnen würden. Das war ihr großer Traum. Aber das hätte auch bedeutet, dass sie in diesem grottenschlechten Roman vorkommen würde. Und zwar für immer. Also tat sie alles, um das zu verhindern. Sie schmolz Vampirita ein und verwandelte sie in Citizen Fang. Danach schmiss sie den Vorabdruck in den Reißwolf. Aber eine Seite hat sie leider übersehen. Und ausgerechnet die hat jemand gefunden. Du hattest mir doch versprochen, nichts zu verraten. Du weißt, dass ich meine Versprechen halte. Ich habe nichts verraten. Officer Fillmore ist dir von ganz allein auf die Schliche gekommen. Und ich muss sagen, er hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. Du hast es die ganze Zeit gewusst? Ja. Ich bin an jenem Tag zufällig an der Metall AG vorbeigekommen, genau zu dem Zeitpunkt, als Terry ihr Ding durchzog. Eigentlich wollte ich sie verpfeifen. Aber dann sah ich ihr trauriges Gesicht und fühlte ihren Schmerz. Ich wusste, wie es ihr ging. Auch ich hatte eine große Enttäuschung hinter mir. Das ist jetzt bereits mein vierter Fanwettbewerb. Und ich weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn dein Idol deine Bemühungen nicht belohnt. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich trinke Räubusch und lese das eine oder andere Selbsthilfebuch. Du hast Terry das Buch gegeben, um ihr zu helfen. Ganz genau. Aber nun muss ich es wieder an mich nehmen. Es ist schon seit 4 Monaten überfällig. Ich wollte dich warnen, Tori. Aber ich hatte meinem Cousin versprochen, keinem zu verraten, dass ich schon was gelesen habe. Also dachte ich, ich schmelze die Statue ein und alles ist gut. Aber du hast nicht aufgegeben. Du hast an dem Ballon gebastelt und ich musste sehen, wie ich ihn wieder loswerde. Du glaubst gar nicht, wie leid mir das alles tut. Ist schon gut, ich verzeih dir. Mal ehrlich, ist das Buch wirklich so grottenschlecht? Total. Mal ganz abgesehen von der Grammatik und den ganzen Rechtschreibfehlern. Erzählt die blöde Vampirita dem goldenen Solfram plötzlich von der geheimen mubrischen Armee? Was? Ist die völlig wahnsinnig geworden? Dem Fiesling darf man doch nichts erzählen. Seit dem ersten Teil sind die beiden verfeindet. Tja, jetzt nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Sie sind ein Pärchen. Nein! Sag ich doch, das ist ein Verrat von kosmischen Ausmaßen, so wahr ich hier stehe. Oh. Also schön. Dieses Mädchen hier hat den ersten Preis als treuster Fan verdient. Nur eine völlig durchgeknallte kann sich so extrem verhalten, oder? Ganz ruhig. Das ist doch nur ein Buch. Ich hab's auf dem Flug nach Mailand geschrieben. Dafür ist es doch ganz gut. Was? Nur ein Buch? Wirklich zu schade, dass einige Leute ihre eigenen Romanfiguren nicht kennen. Sonst hätten sie nämlich gewusst, dass aus Feinden niemals Pärchen werden. Einige Leute behaupten vielleicht, das hier wäre alles nur passiert, weil Terry ihrem Cousin versprochen hat, mir nichts von dem Buch zu erzählen. Oder weil TQ versprochen hat, Terry nicht zu verraten. Aber ich behaupte, dass es passiert, weil sie ihr Versprechen nicht gehalten haben, ihren Fans gegenüber. Ja, dafür sollte ein Buch stehen. Als Versprechen. Versuchen sie es beim nächsten Mal zu halten.
Guter Vortrag, Tori. Weißt du, das grandiose Fanta Festival 4 gastiert diese Woche in der Stadt. Unser Club wollte einen Bus mieten. Aber wir kriegen ihn nur halb voll. Wir könnten ja was zusammen organisieren. Ich glaube, das haben wir bereits getan. Klasse. Das Kapitel hätten wir abgeschlossen. Schade. Nicht ganz. Ich habe erst den 8. Band gelesen. Ihr könnt mich doch nicht einfach mittendrin rausreißen. Deine Tage als Lunchpaketdieb sind gezählt. Ab jetzt musst du dich dafür verantworten. Fillmore! Ich habe ja eine Rechnung über 56 zerfledderte Monsterromane und so einen dämlichen Pappzombie. Bleib ganz locker, Vallejo. Einer aus der Schauspiel-AG hat angeboten, aufzutreten und mit den Einnahmen den entstandenen Schaden zu ersetzen. Fillmore, wo bist du? Hier hat jemand eine 3 Meter lange Leiter geklaut und ist auf dem Weg in die Keramik-AG. Was, Keramik-AG? Eine 3 Meter lange Leiter? Schon unterwegs. Ich würde gern noch plauschen. Aber die Pflicht ruft. Warte kurz, Fillmore! Du machst dir immer viel zu viele Sorgen, Vallejo. Wenn ich wieder da bin, koche ich uns beiden einen leckeren kleinen Entspannungstee. Fillmore! Lass das.